Und hallo Freunde, da sind wir wieder bei Star Wars Knights of the Old Republic. Willkommen zurück. Ja, und wir haben endlich den Zugang bekommen. Auf die Zivilebene der Chaka-Minenanlage. Und tja, ihr seht es ja selber, der ganze Gang ist voll von toten Chaka-Minern und wir haben ein Geklapper hinter dieser Tür gehört und ich glaube, wir haben es mit Druiden zu tun. Oder auch mit einer verminten Tür. Und siehe an, ein Protokolldruide mit Fehlfunktion. Hat er die Druiden umprogrammiert, dass sie die Leute umbringen? Sind die Druiden wirklich für das ganze Elend hier verantwortlich? Egal, wir müssen die jedenfalls nicht dringend ausschalten. Die sind ehrlich gesagt nicht mal eine Herausforderung, denn wir haben ja hier diese super Druiden-Zerstören-Fähigkeit. Aber solange die uns nicht bemerken, sind die mir ehrlich gesagt scheißegal. So. Da hinten haben wir auch noch einen Bereich, wo es irgendwo hingeht. Vielleicht sollten wir uns das zuerst anschauen. Vielleicht liegt da noch was Wichtiges rum, aber ich habe das Gefühl, dass es hier im Süden durch diese Tür weitergeht. Aber ich schleiche mich einfach mal rum. Wir sind ja nach wie vor auf Schmugglerklasse aufgebaut und ich schleiche einfach ganz gern. Auch weil ich mir dann selbst aussuchen darf, wann und wie ich kämpfen möchte. Man kann dann Hinterhalte legen und alles. So, komme ich denn hier durch? Nee, da ist gesperrt. Wahrscheinlich haben wir nur einen möglichen Weg, aber ich probiere es mal. Der Generatorraum. Sieh mal an, da geht es tatsächlich rein. Und wir können ein Terminal bedienen. Das könnte uns eventuell weiterhelfen. Sollten fast umrüsten, damit wir besser hacken können. Ich glaube ja. Hier passiert ja sonst nichts. Dann lege ich gerade mal Calrissians Allzweckgürtel an und das gute altbewährte Interface-Visor. Das hier meine ich. So, dann gucken wir mal, was wir hier erreichen können. System wird geladen, System loaded. Wir können uns ausloggen. Herzlichen Glückwunsch, das ist das beste, das wichtigste Computersystem, das ich im ganzen Spiel bislang gefunden habe. Ich bin regelrecht geplättet, völlig sprachlos, sozusagen. Ich vermeide, was ich kann. So. Hier einfach mal wieder in den Tarnmodus und dann schauen wir mal. Wir müssen also tatsächlich da hinten nach Süden. Ich hatte es schon im Urin gehabt. Im Morgenurin habe ich rausgelesen aus der gelben Suppe. Was rede ich denn da? Da läuft doch einer. Da habt ihr das gesehen? Da ist einer gerade in den Medical Room gelaufen und hat die Tür hinter sich abgeschlossen, hat sich versteckt sozusagen. Ich glaube, das Spiel will, dass wir da hingehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle anderen Türen verschlossen sein werden. Aber da hinten steht doch auch noch einer verflucht. Aber angeblich sind die ja hier alle wahnsinnig geworden. Was geht denn hier vor sich? Wir gehen mal nach in den Medical Room. Der hat abgeschlossen. Der hat hinter sich die Tür abgeschlossen. Da läuft noch einer. Ich lasse mich nicht beirren. Wir versuchen einfach mal jede Tür zu öffnen, an der wir vorbeikommen. Ich
Ich finde es auch sehr gruselig, dass wir hier nicht jede Tür aufkriegen. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Scheiße passiert, können wir die, gehen die Türen vielleicht auch zu und wir sind eingesperrt mit was immer hier sein Unwesen treibt. Das ist richtig scheiße gruselig. Das ist ein gutes Horror-Design. Ich habe mal gehört von dem, oder gelesen von dem Japaner, der für die Resident Evil-Spiele verantwortlich ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der meinte, ein gutes Horrorspiel zeichnet sich dadurch aus, dass die Optionen des Spielers begrenzt sind. Das heißt, wenn du eine Spielfigur mit Superkräften hast, die, und angenommen, du hast halt wenig Mühe, irgendwie du kannst mit einem Schlag 10 Zombies töten, dann ist das Spiel nicht so gruselig, weil du hast ja die Macht. Aber je eingeschränkter deine Möglichkeiten sind, desto gruseliger ist das Spiel, weil desto hilfloser ist man selbst der Bedrohung gegenüber. Finde ich eine sehr interessante Theorie und weist sich gerade als wahr aus, denn ich krieg's ja schon mit der Angst zu tun, weil ich Türen nicht öffnen kann. Aber das ist wahrscheinlich dann einfach so eine basische Angst, so ein Urinstinkt, der in den Menschen drinsteckt, der Freiheit beraubt zu sein, irgendwo eingesperrt zu sein. Erst recht dann, wenn man mit irgendwas Gefährlichem eingesperrt ist. Also die ganze Mod, schon auf der Orion war das so unheimlich, wesentlich gruseliger als alles, was im eigentlichen Hauptspiel vorkommt, muss ich sagen. Und nice Job, richtig gut gemacht an die Spieleentwickler, muss ich auch gestehen. Ich bin ja mal gespannt, wir kriegen das bestimmt bald raus, warum hier alle tot in der Gegend rumliegen. Was hat denn der Sodomon hier bloß angestellt? Warum das alles, nur um sich an Shadow zu rächen? Ich meine, die hat auch nichts gemacht, die hat doch nur überlebt. Die hat doch nur überlebt. Na gut, sie ist Revans rechte Hand geworden, aber deshalb muss man ihr doch nicht nach dem Leben trachten. Was ist mit diesem Kontrollpanel? Wir werden sichtbar, wenn wir das bedienen, aber da wir gerade allein sind, riskiere ich es mal. Hier, guck mal, hier können wir das Tor, die Tür zum Minentunnel öffnen. Fehlfunktion. Zugang verweigert. Ah, manuelle Verriegelung aktiviert. Kommando eingeben. Jetzt müssen wir wieder, wie auf der Orion damals, müssen wir recherchieren, was das denn für ein Kommando sein soll. So, wir haben ein Ergebnis gefunden bei der Google-Suche. Zugriff zu allen relevanten Informationen betreffend der manuellen Verriegelung des Residential Levels, der Wohnebene. Systemkommando akzeptiert. Log-ID, blablabla. Autor Xavik Fahey. Position Techniker. Wohnebene. Verriegelung. Ja, bitte darauf zugreifen. Das wird meine letzte Chance, etwas zu tun, das zählt. Für Stunden sitze ich jetzt schon daran. Verfolgt. Ach so, verfolge und töte alle. Ach nein, 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 Moment. Ich hab's falsch gelesen. Entschuldigung, nochmal. Seit Stunden sind sie jetzt schon daran, alle zu folgen und zu töten. Jetzt geht es einfach weiter von allein. Ich habe die ganze Ebene unter einer Verriegelung platziert. Der Eingang zu den Minentunnel. Ach du meine Güte. Ich lese das mal ganz, ganz kurz durch und werde es gleich nochmal neu
2 vorlesen. Jetzt klicke ich mich hier durch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So, Moment. Da kann ich doch sicher noch mal drauf zugreifen. Jawohl. Einen Moment. Ich möchte das... Sehr gut, es steht hier drin. Okay. Hier geht es nicht von allein weiter, das ist viel besser zu dolmetschen. Also, nochmal von vorn. Wer hat es geschrieben? Savik Fahey. Dies wird meine letzte Chance sein, etwas zu tun, das zählt. Für Stunden sind sie jetzt dabei, alle zu verfolgen und zu töten, denen es gelingt zu überleben. Ich atme bloß noch, weil ich es geschafft habe, mich in diesem Raum zu verstecken und dann die Tür zu verriegeln. Glücklicherweise gibt es hier ein Terminal. Ich habe die komplette Ebene verriegelt. Außerdem den Eingang zu den Minentunneln und dann, falls ich überlebe, den Aufzug ebenfalls. Es sollte diese Monster davon abhalten, sich auf den Rest der Anlage auszuweiten. Trotz meiner Pflichten hier auf der Wohnebene habe ich mich selbst immer als Amateurhistoriker der Galaxis betrachtet. Die Geschichten dieser Galaxis waren immer die beste Ablenkung, um meinen Geist von der harschen Realität und der Langeweile meines Jobs abzulenken. Ach ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich weiß genau, was du meinst. Was mich zu der Verriegelung bringt. Also, wir brauchen sie, um diese Monster in Quarantäne zu halten. Aber sie muss außerdem flexibel genug sein, um jegliche Überlebenden zu ermöglichen, auf eine sicherere Ebene vorzustoßen. Daher habe ich eine Lösung eingebaut, die beide Probleme lösen sollte. Nennt es ein Quiz oder sogar einen Test. Es ist eine Reihe von Fragen, die zur grundlegenden galaktischen Geschichte Bezug haben. Die Fragen müssen richtig beantwortet werden, damit die Verriegelung aufgehoben werden kann. Diese Monster scheinen jegliche Intelligenz verloren zu haben, um die korrekten Antworten einzugeben. Daher sollten sie nicht dazu fähig sein, die Verriegelung zu durchbrechen. Es ist mir gelungen, 3 Sets von Fragen in 3 Terminals auf diesem Level einzubauen. Aber es gibt einen Haken an der Sache. Nennt es eine andere Vorsichtsmaßnahme. Die Fragen auf jedem der 3 Terminal kann nur in einer bestimmten Reihenfolge beantwortet werden. Ihr müsst alle 3 Fragen in Terminal 1 beantworten, dann in Terminal 2 und schließlich in Terminal 3. Nachdem all diese Sets von Fragen beantwortet worden sind, auf allen 3 Terminals, wird die Option, die Verriegelung aufzuheben, auf dem Terminal nahe der Minentunnel erscheinen. Es ist wirklich ein geniales System. Jedoch traurigerweise eines, für das ich wahrscheinlich nicht mehr gelobt werden kann, da ich bezweifle, dass ich überlebe. Das erste Set von Fragen
wurde dazu programmiert, auf Terminal 1 zu erscheinen, nachdem auf diesen Log zugegriffen wurde. Nun, passt gut auf und habt einen Blaster bereit. Okay. Das heißt, und die Terminals befinden sich folgendermaßen. Terminal 1 ist an der Minentunneltür. Terminal 2 ist im Medical Room. Terminal 3 ist im Maintenance Room. Und Terminal 4 im Generatorraum, da waren wir auch schon. Und ich würde sagen, derjenige, den wir hier rumschleichen gesehen haben, der versucht wahrscheinlich, die Verriegelung aufzuheben, damit er hier rauskommt. Das macht völlig Sinn. Ich vermeide, was ich kann. Die Minentür. Wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, wo sind wir denn hier? Das ist die Mining Facility. Da ist der Medical Room. Hier ist der Generatorraum. Tja. Ich schätze, die Fragen tauchen hier zuerst auf. Wir lesen das mal. Okay, wir können den Status checken. Terminal 1 ist aktiv. Was sind für Fragen jetzt? Ich vermeide, was ich kann. Terminal 2, müssen wir jetzt zurück in den Medical Room? Mining Tunnels, Door, Medical Room, Maintenance Room. Wir haben noch gar keine Fragen zur galaktischen Geschichte beantwortet. Ich bin auch mal gespannt, wie gut wir uns mit den Fragen schlagen werden. Ich meine, eigentlich kenne ich mich aus und wahrscheinlich haben wir ein paar Revan-Fragen oder sowas. Ich bin wirklich mal auf die Natur dieser Fragen gespannt. Maintenance Office, natürlich. Da wird auch was sein. Okay. Da ist schon wieder so ein blöder Droide. Sind die jetzt bis hierhin vorgedrungen, oder? Okay, da sind auch noch medizinische Vorräte. Schauen wir doch da mal rein. Vielleicht bekommen wir was Nettes. Ja, doch, durchaus. Da kann man mit arbeiten. So, haben wir jetzt hier Fragen oder ja? Scheiße, wir werden sichtbar. Okay. Haben wir gefunden. Wollen wir die mal beantworten? Welcher Planet dient der Republik als galaktisches Zentrum? Das ist Coruscant, ganz klar. Gut. Nächste Frage. Welche der folgenden Spezies leben auf Idian oder Kashyyyk, wie die Eingeborenen sie nennen? Ja, das sind Wookies. Trandoshaner leben im gleichen System, liegen auch im... Aber das ist die Nachbarwelt, ne? Trandosh. Drechsel, wo war denn Drechsel nochmal? Ist ja auch scheißegal. Wookies. So, und Frage Nummer 3. Wo war die letzte Schlacht der Mandalorianischen Kriege? Das war Malachor 5. Hier drüben. Gut, das hätten wir. Wie haben wir denn Fragen auf Terminal 1 beantwortet? Das stimmt doch gar nicht. Naja, ist ja wurscht. Wir tarnen uns mal schnell wieder. Ich vermeide, was ich kann. Das hat ja gut geklappt. So, Nummer 3 müsste im Maintenance... Da war der Chakamina. Der hat was fallen lassen. Das ist eine zweifelhafte Freude, ihn hier rumlaufen zu haben. Na, das ist ja toll. Wahrscheinlich irgendein Logbuch oder so. Hat er ein Datapad fallen lassen oder ein paar Notizen? Die Jagdlizenz wird es nicht gewesen sein, aber das Ding sieht genau so aus. So,
Ihr seht, das Problem ist wieder offensichtlich. Wir haben... Oh, scheiße. Das könnte es auch sein. Oder das? Was ist das denn? Englische Mod. Wir haben keine Ahnung, was er da gerade verloren hat, was es uns nützt. Wahrscheinlich gibt es uns irgendwelche Tipps auf das, was vor uns liegt. Oder erklärt die Hintergrundgeschichte, warum die Druiden hier rumlaufen. Wir können die Tür nicht wieder schließen, ne? Keine Ahnung, wir haben einfach irgendwas gefunden. Da ist der... Das ist der Manager? Die Managerin? Schade, die sieht hübsch aus. Warte mal. Guck mal da. Ist das ein Zwieleck mit einem gelben Kopf und einer blauen Haut? Was ist denn da los? Ja, bestimmt irgendwas dabei, was wir gebrauchen können. Oder noch mehr Gegenstände. Wir können das doch alles nicht lesen, verflucht. Wahrscheinlich geht uns jetzt gerade ein bisschen Hintergrundgeschichte durch die Lappen, wenn ich das richtig einschätze. So, mal gucken, was wir hier am Terminal machen können. Wenn wir wieder aus dem Terminal rausgehen, bricht hier die Hölle los. Aber das ist weniger ein Problem für uns. Wir hacken uns mal gerade in die Konsole und greifen auf die Kameras zu. Aha. Da ist der Überlebende wieder gerade gewesen. Diese Kamera ist außer Funktion. Die auch. Wenn wir den Transformer überladen, dann geht der Druide da wahrscheinlich drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir probieren es mal. Gucken, was passiert. Ach, wir haben eine Tür geöffnet damit. Okay, und der Grund, warum die Tür blockiert war... Stand wahrscheinlich in der Item-Beschreibung, die wir nicht lesen konnten, schätze ich. Aber wenn man einfach das macht, was offensichtlich ist, dann geht's irgendwie auch. So, die Druiden haben uns offenbar entdeckt und... Was ist das denn? Da ist der Chakamina auch. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Ja, also... Nächste Folge räumen wir hier erstmal ein bisschen auf und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Kerl vielleicht reden können. Vielleicht hat er eine Ahnung, was hier vor sich geht. Ja, aber das alles erst in der nächsten Folge, denn wir haben die Zeit schon wieder aufgebraucht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich euer Ben. Bye, bye.